Wenn du bis hier gekommen bist, hast du schon viel geschafft. Glaub es mir. Viele Tänzer tun sich an der nächsten Übung schon sehr, sehr schwer. Mit einem Partner zu tanzen, da wird vieles überdeckt. Du stehst ganz alleine da und sollst es versuchen zu rocken. Übe diese Übung, die wir mit Mellotone haben, vorher mit den Schritten im Single-Time-Basic, also mit 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, Pause und Pause. Üb das. Jetzt kommt noch das Klatschen auf den Beats 2 und 4 dazu. Das ist eine sehr intensive, koordinative Übung. Das kann am Anfang auch schief gehen. Hab da ein bisschen Vertrauen, dass du dich da einrufst. Wir machen das ganz langsam mit den Schritten von der Seite, damit du siehst, wann ich auch klatsche oder schnipse. Mach es, wie du möchtest. Versuche, diese Impulse zu erkennen und nach deinem eigenen Gefühl umzusetzen. Du musst es nicht hundertprozentig kopieren. Versuche, dich in die Musik reinzuversetzen. Höre die Musik und versuche, weitestgehend mitzumachen oder dein eigenes Ding zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Viel Spaß. Immer noch Ella Fitzgerald und In a Mellow Tone. Thank you.